Was geht ab, Leute? Wieder mal ein Vlog. Ich bin 6 Tage out bis zum Muscle Universe. Du hast schon vorhin die Tür aufgemacht, oder? Ja, habe ich alles aufgemacht. Redet immer rein, gell? Sorry! Auf jeden Fall. Sobald die Kamera läuft, muss ich was sagen. Stimmt Wahnsinn! Schaut euch die anderen Videos an. Auf jeden Fall 6 Tage bis zum nächsten Muscle Mania Wettkampf. Wir haben gerade Besuch aus Istanbul. Freund hat bei uns geschlafen. Ich bin gestern fort. Ich konnte nichts trinken wieder mal. Auf jeden Fall, ich zeige euch heute, wie ich meine Peak Week angehe. Heute wird es ein bisschen anders. Ich werde auch ein bisschen definierter sein. Ich bin nicht rasiert, also seht ihr es nicht. Ich habe mir jetzt einen Espresso gemacht. Das ist ein löslicher Kaffee ohne Zucker, nur mit Stevia. Ein paar Butterbiscuit Flavor Drops. Dazu werde ich sehr viel schön. Eigentlich habe ich meinen Bulletproof Coffee, aber ich bin leer von Kokosnussfett. Also werde ich zwei Löffel, zwei Fischöl nehmen. Und jetzt gehen wir ins Basketballtraining und dann zeige ich euch, wie der Tag weiter verlaufen wird, Leute. Wasser laden werde ich nicht, das will ich nur einen Tag davor. Mehr trinken und dann Wasser kappen, aber zu dem später. Also, jetzt zwei Fischöl und ein Kaffee, Leute. Mahlzeit, Frühstück. Eine Übung machen wir am Anfang, 40 Sekunden, Mädchen. Und go! Gleichzeitig, Eugen, Wanda, gleichzeitig, gleichzeitig. Sehr gut, Talin, sehr gut, Lisa. Sehr gut. Ich habe eine Uhr, während ich aufnehme. Oh. Das Basketballtraining ist zu Ende. Ich habe sie extrem viel Zirkeltraining machen lassen zum Fett verbrennen, Kalorien burning und fit werden, Conditioning für den Sommer. Und jetzt gehen wir zu einer armenischen Veranstaltung. Das zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht genau, was das ist, eine Vorstellung von den Kindern. Und dann ja, und ich habe dabei nur eine Cola Light gehabt nach dem Kaffee. So Leute, Basketballtraining ist zu Ende. Wir sind jetzt beim Sternzeichen. Ich habe ein Teriyaki. Salat, das ist Hühnerkeule geschnitten mit etwas Teriyaki-Sauce und einem Salat. Cola Zero dazu und dann ist das das gleiche mit Wasser. Schmeckt's, Baby? Und Lisa hat da Nudelschale mit Hühnerfleisch, ein Himbeersoda, Cola, Carbsladen nach dem Basketballtraining. So, Mahlzeit. Wir sind jetzt bei der Schule, wo die Aufführung ist. So. Lisa, erklär mal, um was es beim Theaterstück geht. Ich habe es voll gelesen. Echt nicht? Wow. Meine Schwester hat die Schule abgeschlossen, Analphabet. Ja, wirklich. Schäm dich. Das ist ein großes Problem. Zu viele Stufen in der Peak Week. Und noch mehr Stufen. Diese Schwester? Hallo. Gut, Schwester. Oh ja. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.
Schulaufführung vom Theaterstück, vom Tanz. So, ich hatte nur ein Wasser und jetzt habe ich mir vom Bodytech ein Casein rein, mit 3 Löffel reinballern, das sind 50 Gramm. Ein bisschen weniger Wasser, dass es dickflüssiger ist, dass ich es löffeln kann. Und ein paar Sonnenblumenkerne werde ich reingeben, ich zeige euch, wie das ausschauen wird. Ja. Und noch immer No Carbs. So Leute, das sind jetzt die 50 Gramm Casein. Habe ich diesmal geschlagen mit der Gabel. Sie haben eine schön dicke Konsistenz bekommen. Ich habe 2 Esslöffel geschälte Sonnenblumenkerne reingegeben. Die tue ich schon drunter vermischen. Bis jetzt wird das so schön puddingartig. Und das ist dann die Konsistenz, die ich dann löffel. Da hat man so einen Pudding. Ich zeige es euch mal. Hopp. Ja. Also ein paar fette, gesunde Fette, mein Casein und das war's. Und 0 Gramm Carbs. Ja, und ich mache es ein bisschen dicker, weil es mich einfach dann länger satt haltet. Aber ja, so, Freunde kommen bald vorbei und dann gehen wir schießen in die Titan Lounge. Leute, so, ich genieße das mal im Bett neben Nanas. So Leute, Labrun und Faribar. Labrun, Faribar, haben uns jetzt abgeholt und jetzt gehen wir schießen, ziehen den Bezirk ins Loggia. Vielleicht kriege ich das Hühnerfleisch mit irgendwas, ansonsten werde ich nur Coke Zero, was liegt nicht? Ansonsten werde ich nur Coke Zero und Shisha haben, werden wir ein bisschen schießen, wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Labrun. So, Alpha, Nike. Nike Schuhe, Pudistan.
Warte, ich setze mich drüben hin. Herrlich. Aber ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ich kann es nicht mehr, weil ich so drücken oder was. Ich kenne das ja. Double cool. Super cool. Wie heißt das Teil? Ein Fidget Spinner. Fidget Spinner. Er tut so, dass ich kenne mich, aber das ist seiner. Das ist meiner. Ein Fidget Spinner. Ein Fidget Spinner. So Leute, Nanas, Lavro und Faribor gönnen sich ein super geiles, super geilen Soda, Apfelsoda, Monin mit Apfelstücken, geilen süßen Sirup. Und ich gönne mir meine Cola Light. Gönnen. Ja. Viel Zucker. Shit. Nanas ist auch auf Diät, ich bin fett zu Melkos, Flexible Dieting. Und sie gönnt sich jetzt ein Lammdürre. Nur so nebenbei. Hey Baby, ja? Beweg mal dein Shirt, das schaut aus, als ob du so einen urriesen Bauch hast. Beweg dein Shirt. Nur, dass ihr wisst, dass mein Baby nicht dick ist und da Döner isst. Nichts gegen dicke Menschen. So Leute, Abend ist fertig. Shisha Misha fertig. Jetzt. Faribor und Lavro nehmen uns noch mit zu einer U-Bahn, zu U3, dann fahrt Nanas und ich nach Hause. Bisschen Hunger. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch was essen werde. Schauen wir mal. Auf jeden Fall Nanas und ich gehen nach Hause und gönnen uns ein paar Serien. Aber ich glaube, heute wird nichts mehr gemacht. Ich bin tot. Aber das merkt man gar nicht. Doch, jetzt schon. Hier, ja, jetzt schon. Ein Strichloch machen, gell? Ist afrikanisch? So, meine Freunde, Nanas und ich sind schon zu Hause. Wir sind richtig im Arsch, wir sind richtig tot. Es ist heute, glaube ich, auch unter knapp 1000 Kalorien, unter 1000 Kalorien, ich auch. Aber ich gönne mir jetzt noch was. Ich mache mir Tiefkühlgemüse, tue ich mir aufwärmen, ca. 200 Gramm. Werde einen Teelöffel Butter dazugeben, so viel ca. Das sind ca. dann 10 Gramm. Und Thunfisch, eine Dose Thunfisch in Wasser gelegt. Warum Butter noch dazu? Weil ich will es nicht absolut ohne Fette haben, wenn ich auf die Carbs verzichte. Und ja, auf jeden Fall, ich mache mir das mal. Ich zeige euch gleich, wie das Mila schaut. Und dann schauen wir gleich, glaube ich, noch ein paar Serien. Und dann werden wir schon einpennen. Also, let's go, Thunfisch und Gemüse. Yay, lecker. So Leute, das Essen ist fertig. Das Gemüse, es wurde doch ein bisschen mehr, wurde doch 400 Gramm, eine Thunfischdose, das ist abgetropft 160 Gramm und so viel Butter werde ich drunter mischen, Salz und Pfeffer und ein Barbecue-Gewürzmischung ist auch drauf. Und das war's, Leute. So. Njam, njam, njam. So, Leute, und das war's. Ich werde mir das jetzt gönnen. Wir schauen uns eine Serie an und das war's. Und ab morgen sind es nur mehr 5 Tage. Morgen gleich, in der Früh ins Cardio machen und am Abend auch. Morgen wird der letzte Tag von UMB sein, wo ich UMB nehme. Heute werde ich noch 5 Milligramm UMB HCL vom Schlafen nehmen. Morgen wird der letzte Tag sein und dann werde ich es ausschleichen lassen. Also dann werde ich es nicht mehr nehmen, weil UMB zieht auch etwas Wasser, Leute. Also ich wünsche euch nur das Beste. Drückt mir die Daumen, dass ich das durchhalte, Peak Week, wieder mal. Ich wünsche euch nur das Beste. Schöne Grüße aus Wien, Leute. Und einen schönen Abend. Peace.